Wobei man auch sagen muss, dass, und das erwähne ich immer wieder, dass die Klassiker, die alten Gelehrten, und leider wird das auch heute noch übernommen von den Modernen, aufgrund mangelndem Wissen über die weltliche Wissenschaft, das ein Problem ist natürlich. Al-Qarafi ist einer der malikitischen Rechtsgelehrten, der das Buch Al-Furuq geschrieben hat, Kitab Al-Furuq. Er sagt darin, dass es unbedingt notwendig ist für den Faqih, sich auch mit weltlichen Wissenschaften zu beschäftigen. Das heißt, dass er zumindest auf dem neuesten Stand der Sachen ist, auch wenn er kein Fachmann ist. Und Al-Gharafi hat explizit die Medizin erwähnt, die Geografie, Mathematik und derartige Dinge. Tatsächlich braucht der Faqih diese Sachen. Mathematik zum Beispiel gehört zum Studienplan im Fiqh. Will er denn sonst die Erbangelegenheiten beispielsweise berechnen können? Oder die Erdvermessung, Landvermessung gehört auch dazu, denn er muss ja beispielsweise bei Einteilung von Hab und Gut muss manchmal die Erde, das Land vermessen werden und die Einteilung berechnet werden, etc. In den alten Klassikern werden manchmal Sachen erwähnt, die überarbeitet werden müssen, aber leider, wie gesagt, teilweise einfach so übernommen werden. Und die Fuqaha damals haben keinen Fehler begangen. Sie haben eben einfach das medizinische Wissen ihrer Zeit so übernommen, wie es ist. Wenn sie keine Mediziner waren, ist das nicht ihr Problem gewesen. Aber wir haben da beispielsweise Sachen, die einige der Muhaddithun, wenn sie diese Ahadith erklären und über die Anfälle sprechen, dann teilen sie die Anfälle in der Regel auch in mehrere Kategorien, also Anfälle mit natürlichen Ursachen, natürliche auf den Körper zurückkehrende Ursachen. Und ich nenne es mal einfach so übernatürliche Ursachen. Mit übernatürlichen Ursachen meinen wir einfach ja, die nicht zurückzuführen sind auf den Körper selbst, sondern auf andere Ursachen von außen halt. Nur wenn Sie dann über die natürlichen Formen der Anfälle sprechen, dann erwähnen Sie beispielsweise, dass diverse Dämpfe zum Gehirn steigen, ja, diverse Dämpfe innerhalb des Körpers steigen ins Gehirn und verursachen dort Ungleichgewicht. Aber wir wissen, wir haben keine Dämpfe in uns, nicht, die irgendwie ins Gehirn steigen oder irgendwas verursachen. Und dass derartige Sachen dann auch noch heute zu übernehmen, wenn man diese Ahadith erklärt oder über derartige Themen spricht, das ist natürlich yani höchst problematisch, mich. Das ist wirklich höchst problematisch. Diese Sachen müssen überarbeitet werden und erneuert werden, angepasst werden.